und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, ich befinde mich jetzt hier vorne, weil warum auch immer mich der PC oben an den nächsten Speicherort zurückgeschickt hat. Ja, genau Sherlock, genau so fühle ich mich jetzt gerade auch. Da hat man mal ein paar Tage nicht spielen können, weil es einfach zeitlich nicht ging. Und schon wird man hier komplett woanders hingesetzt. Was mit dir? What a pleasant man this Mr. Tewkesbury is. Ja, finde ich auch. Aber der will nicht mal mit mir reden, glaube ich, ne? I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall Lubberheads. Ja. Ist ja okay. So, wir haben... Ich habe jetzt noch eine grobe Ahnung, was wir hier gemacht haben. Wir hatten hier, glaube ich, alle... Oh, das war die Kamera. Wir hatten, glaube ich, alle von diesen Hinweisen durch. Wie kriege ich denn jetzt die Detektivsicht? Genau, so wäre die Detektivsicht. Aber die bringt uns jetzt auch nicht viel, oder? Gerade konnte ich doch noch mit dir reden. Du warst irgendwie gelb, aber jetzt bist du weiß. These events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. Ja, natürlich weiß ich, dass ich alles zusammensetzen kann. Das Problem ist, ich denke mal, dass wir anhand der Indizien hier eigentlich was zusammensetzen müssten. Ach so, Moment. Wir haben wieder das gleiche Problem, glaube ich, wie sonst auch, ne? Hinweis entfernen? Nee, das ist dran. Wie gelangte er? Aber ich könnte es... Verletzter Flüchtling. Sagt, dass er nichts über Illegale... Er scheint allerdings nicht überrascht darüber zu sein, dass seine Kollegen etwas verstrickt waren. Genau. Tatort im Flüchtlingslager. Oder müssen wir das eventuell... Also das Letzte, was sie gesagt haben, ist, wir sollen herausfinden, wie der ans Lager kam. Auf dem Gelände gibt es einen Durchgang zur Kanalisation, der jedoch mit einem stabilen Gittertor verschlossen ist. Mit einer Leiter oder einem Seil. Die Mauern und Klippen sind zu hoch. Mit einem Boot. Ja, das Problem ist, die Leute werden uns nicht helfen. Der hier vorne möchte nicht mit uns sprechen. Vielleicht können wir mit dem am Anfang irgendwie noch sprechen, aber glaube ich nicht. Aber wir müssen jetzt natürlich mal alles austesten, ja, was eventuell noch geht. Ich guck auch mal... Oh, ich drücke hier mal die falsche Taste. Ich drücke auch mal, ob wir noch irgendwo Hinweise finden können. Ja, Moment, da war doch gerade was Gelbes. Das hatten wir schon, oder? Nee, 0 von 2. Oh! Okay. A single Malpalbot. Wo ist denn das zweite? Moment. Ach so, eine andere Zigarettenmarke. Roadman Cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Murder. Okay, aber war doch jetzt gerade auch gelb. I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Ja, okay. Keine Ahnung, warum jetzt auch gelb war. Ah, ich sehe schon was leuchten. Ja. Sehr schön. Wir müssen also diese Folge nicht eine halbe Stunde rumrennen, ohne wirklich zu verstehen, was wir jetzt machen. Sehr gut. Oh Gott. Ja, ein bisschen Abstand gewonnen von ein paar Tagen und keine Ahnung mehr, was man eigentlich macht. Und schon hat man, naja, die Lösung haben wir noch lange nicht, aber Moment, wir gehen. Wo ist denn die Nummer 1 erstmal? Ich weiß gar nicht mehr, was wir uns da jetzt für Notizen gemacht hatten, was passiert ist. Ach so, die 1. War das nicht die Leiche? Das ist die 2. Doch, die 1 ist die Leiche. Da können wir nichts machen. Okay. Also müssen wir das doch nicht hier nach der Reihenfolge machen. Vielleicht nach der Reihenfolge, wie die reingekommen sind. Der hat den... Ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt haben. Ob der jetzt ins Wasser gefallen ist. Ach so, in welche Richtung? Okay.
Dazu sollte ich vielleicht noch mal die Sachen durchlesen, die wir aufgeschrieben haben. Die Frage ist jetzt, da stand nichts drin. Die Leiche trieb im Abwasserkanal, bevor die Polizei sie dort rausfischte. Blutiger Handabdruck auf dem Stein unweit der Holzbrücke deutet darauf hin, dass sich der Mann dort festhalten wollte, als er stürzte. Das heißt, dass der doch andersrum reingestürzt ist. Und hier, was haben wir denn hier überhaupt? Moment, einmal Angriff mit Messer. Und einmal drüber stürzen. Na, ich nehme mal an, dass das dann das, der Angriff mit dem Messer ist, oder? Keine Ahnung. Müssen wir nochmal gucken. Eine Spur von Blutstropfen auf dem Boden führt zu einer Holzbrücke über den Abwasserkanal. Vor der Brücke sind Spuren zu sehen, die durch Schlurfen entstanden sein müssen. Einige Kisten mitten im Lader wurden umgestoßen und liegen auf dem Boden. Als ob etwas dagegen geprallt ist. Ah, dann doch die Sache mit den Kisten. Okay. Ist das der Typ, der schlurfen sollte? Den können wir gar nicht machen, ne? Achso, der ist von der Seite hingeprescht und auf den zu, oder was? Okay. Was haben wir hier? Das ist ein anderer Typ. Wieso hat er jetzt das Messer in der Hand? Das ist ja völliger Schwachsinn. Die kämpfen miteinander. So, mal eben schauen. Am Boden verschiedene Schuhabdrücke. Einer der Abdrücke lässt auf eine abgenutzte Sohle schließen. Gut, das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. In der Nähe der Flüchtlingsbaracken die Kaniol-Achatperlen auf dem Boden, die möglicherweise von einem zerrissenen Armband stammen. Möglicherweise zerrissenes Armband. Ich habe gar nicht mehr im Kopf, worum es eigentlich ging. Aber es ging doch darum, dass er sie angegriffen hat, ne? Nee, der andere Typ. Der jetzt gestorben ist, das war doch der Held. Der wollte sie doch beschützen. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte mir die alte Folge doch mal angucken sollen, glaube ich. Okay, das ist jetzt der Typ, der da liegt. Entweder hat er ihn angegriffen. Ach nee, der Typ wollte sie, glaube ich, mitziehen. Ne? Und das ganze Lager wollte ihr irgendwie helfen. Wo ist denn jetzt da groß der Unterschied? Da hat er das Messer und er greift ihn an. Ach so, da verteidigt er sie. Ah, okay, verstehe. Und da zieht er sie dann hinter sich her. Das heißt, da verteidigt er sie auch, was aber nicht richtig sein sollte. Ja, da ist auch die Sache mit dem zerrissenen Armband, das ich ja jetzt erst. Haha. Meine sieben Sinne sind heute ein bisschen langsamer. Ich habe sehr wenig geschlafen die letzten zwei Nächte. Ja, also er spazierte nicht mit ihr durch die Gegend. Das haben wir ja schon, meine ich, in der letzten Folge festgestellt. Genau, diese Spuren, weil er sie gezerrt hat und so. Haben wir denn noch irgendwas hier? Können wir direkt bestätigen, oder? Ich versuch's einfach mal. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Kannst mich mal. Okay, dann. Der rangelt mit ihm. Der läuft ihm hinterher. Ja gut, im Prinzip läuft dem ja hinterher, ne? So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick. Yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together.
You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Jo. Dann, mit wem müssen wir... Achso, die stehen schon zusammen. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger. But somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clerk can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Endlich, endlich, endlich haben wir damit auch dieses Rätsel hier gelöst. Oh Gott. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wir sind jetzt bei der Muse. Ich bin gerade am Überlegen. Irgendwo konnte man nachgucken, was diese Symbole nochmal bedeutet haben. Spielgrundlagen? Ist das das? Hinweis. Achso, hier. Personen in deiner Nähe befragen. Ja, dann ist das doch richtig. Okay, gut. Also, dann würde ich den Hinweis theoretisch anheften. Es sei denn, nee, das eine, das ist jetzt hier gar nicht mehr drin, ne? Was ist das denn hier schon? Achso, das ist das von Mycroft, genau. Ja, perfekt. Wir haben nämlich nur die Zeichnung und dass wir Leute befragen können. You're disturbing a hornet's nest here, son. Ja, ja, ja. Er hatte auch irgendwas gesagt. Oh, ich weiß gar nicht mal, was er gesagt hat. Aber wir können hier die Leute vielleicht jetzt befragen. Moment. Da sitzen jetzt noch mehr. Help me, please. They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Den Aussagen der Flüchtlinge zufolge kommen regelmäßig zwielichtige Personen ins Lager und nehmen Flüchtlinge mit, die dann außerhalb des Lagers unterschiedlichste Arbeiten verrichten. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um schwere Arbeit, doch die Flüchtlinge bekommen dafür Geld und Essen. Die Frau, die aus dem Lager entführt werden sollte, wurde einmal missbraucht, nachdem sie vorgeblich zum Arbeiten mitgenommen worden war. Seitdem haben die Flüchtlinge nicht mehr zugelassen, dass Frauen aus dem Lager geschleust werden. Ja, das ist auch gut. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Okay, haben wir denn irgendwas Neues? Achso, das eine haben wir jetzt nicht mehr. Ich muss mir echt mal die Zeichnungen aufschreiben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das jetzt hier ist. Ich meine, da kann man auch... Can I ask you a question? Sorry, we don't see much here. Ja, vielleicht weiß sie irgendwas. May I ask you something? Sorry, we don't see much here. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Ja, ist ja gut. Vielleicht fragen wir ihn einfach. Wobei die Flüchtlinge ja normalerweise mehr wissen müssten. You're disturbing a hornet's nest here, son. Den kann ich gar nicht erst ansprechen. Ich
habe das Gefühl, dass ich hier irgendwas anderes theoretisch auswählen müsste. Aber ich wüsste ehrlich gesagt jetzt nicht was. Johns Tagebuch. Die Leute schauen uns schon schief an. Ja, toll. Dokumente, Konsequenzen. Das hasse ich dann immer, wenn ich dann nicht weiß, wo ich jetzt als nächstes eigentlich hingehen soll oder was ich jetzt machen soll. Also. Hier haben wir jetzt aber auch nichts, was jetzt noch auf irgendeinen Hinweis deutet. Wir haben generell auf der Karte jetzt nichts, aber das ist ja noch nicht abgeschlossen, deswegen... Nein, halt, stopp, falsche Taste. Ich stehe jetzt ein bisschen auf den Schlauch, bin ich auch ganz ehrlich? Alle Hinweise erhalten. Was haben wir denn hier unten? Karawanserei, Ghul, was weiß ich. Schlüsselhinweis erhalten. Schlüsselhinweis. Ist das jetzt zu dem, was ich jetzt hier habe? Oder zu allem? Flüchtlingslager. Da steht jetzt aber nichts davon. Da steht aber nichts davon, dass ich alle Hinweise habe. Ich schaue mich trotzdem nochmal um. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist das jetzt Blödsinn. Vielleicht, oder Moment, vielleicht kann ich auch... Ich frage jetzt erst nochmal die zwei Leute. Could you help me? Sorry. We don't see much here. Ich denke mal, ich muss irgendwo noch was rausfinden, was ich selber recherchiere. Could you help me? Recherchiere. Sorry. We don't see much here. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Ja, dann geh mir doch einfach nicht auf den Sack, ehrlich. Ach so, was ist denn mit dem Typen? Kann ich ihn nicht drauf ansprechen? Nee, ihn kann ich nicht drauf ansprechen. Is this familiar to you? Sorry, we don't see much here. May I ask you something? Sorry, we don't see much here. Nein. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Nee, ich weiß eben nicht, was ich tue. Also, was ich tue schon, aber ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, ehrlich gesagt. Ich weigere mich aber, diese Folge jetzt damit zu beenden, indem ich jetzt hier total verwirrt nicht weiß, was ich jetzt als nächstes tun soll. Also, das ist das Einzige, wo ich ganz ehrlich sagen muss... Oh, die Leiche ist weg. Wo ich ganz ehrlich sagen muss bei Sherlock Holmes, was ich sehr doof finde... Dass man nie so richtig weiß, oder nicht immer so richtig weiß, wo man jetzt als nächstes eigentlich weitermachen soll. Freundlich. Was ist mit dir? Dich darf ich gar nicht anvisieren, oder was? Ah, das ist ja toll. Is this familiar to you? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Ja, dein Kumpel zum Beispiel. Are you able to help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Ja, ich mache es absichtlich, um herauszufinden, wo sie hin ist, beziehungsweise... Was hatte der nochmal gesagt? Der hatte doch irgendwas gesagt. Die haben die... Ich weiß nicht, wohin gebracht. Also der Typ vorne, der hatte irgendwas gesagt. Kurze Unterhaltung beim Rauchen. Das ist das, was wir jetzt festgestellt haben. Stürzt in den Kanal. Das ist okay. Was ist denn, wenn ich das anhefte? Obwohl, damit habe ich ja gerade schon gesprochen. Leiche, Untersuchung ergab. Aha. Verletzter Flüchtling. Wie gelangte der Eindringling ins Lager? Das... Ja doch, das haben wir ja jetzt festgestellt, klar. Tätowierung des Lagereindringlings. Der Mann, der tot im Lager gefunden, auffällige Tätowierung im Hals. Zwei übereinander angeordnete. Das ist, was passiert ist. Das haben wir damit ja im Endeffekt auch abgeschlossen. Das war das Profil. Ja, und das sind im Endeffekt nur noch die Sachen, die wir alle vorher hatten. Aber das ist doch noch rot hier.
Oder ist das jetzt nur rot, weil... Achso, das ist nur rot, weil ich das... ja, ich denke, dass ich eigentlich mit dem Foto weitermachen muss. Hab aber absolut keine Ahnung, mit wem ich hier reden soll. Es kann natürlich sein, dass ich mich verkleiden muss. Aber ich meine, die Leute, die sind ja freundlich zu mir. Es ist jetzt nicht so, als ob sie mir da keine Auskunft erteilen wollen. I owe you a lot, Mr. Holmes. I owe you a lot, Mr. Holmes. You're disturbing a hornet's nest here, son. Boah, ihr könnt mich doch echt alle mal. Ich weiß nicht, was ich hier nur machen soll, ganz ehrlich. Ich könnte die beiden fotografieren, aber das bringt mir auch nichts. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich das jetzt machen könnte. Kann ich hier draußen irgendjemanden vielleicht... Mit euch kann ich auch allen sprechen. Are you able to help me? You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me. Oh Gott, wieder so eine Hosenscheiße. Was ist denn mit der... einen hier oben, aber die hatte vorhin auch oder vor zwei Folgen oder oh, jetzt kann man. Is this familiar to you? I'm so sorry. I can't help you, sir. Time to check your who, what and what, Cherry. Who are you asking about what and dressed as what? Also doch verkleiden. Oder wie? Ach, das ist so nervig mit dem Verkleiden. Ja, aber er sieht doch schick aus. Ich meine, hallo? Ach so. Vielleicht. Moment. Brauche ich da einen Hut für? Ich weiß nicht. Haben die alle einen Hut? Polizeihut. So. Kann man jetzt vielleicht eine Befragung starten? May I ask for your assistance? It's so hot today that I can't think of anything. Na, ihr könnt mich doch mal. Moment, jetzt versuchen wir es aber trotzdem mal bei den Leuten hier unten. Guten Tag. Excuse me, just one question. I'm sorry, officer, but I don't know. You obviously haven't thought this all through. Or you're just annoying these people in front. Doch, doch. In dem Moment, in dem Fall habe ich es wirklich überlegt. May I ask you something? The only thing you policemen do is oppress my people. I won't help. Boah, ihr könnt mich doch echt mal kreuzweise solche Polizisten befragen, oder was? May I ask for your assistance? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Oh, I am bored. Fragen Sie einen anderen. Call me when you find the answer. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Aber du kennst mich doch gar nicht. Ich bin doch jemand völlig anderes. Moment, vielleicht muss ich mich tatsächlich weiter verkleiden oder so. Ich weiß es nicht. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass das... So, und Brille haben wir keine. Schminken kann ich mich ja schlecht. Guten Tag. Teilen Sie mir bitte. I owe you a lot, Mr. Holmes. Scheiße. Er kennt mich trotzdem. You're disturbing a hornet's nest here, son. Och, Mann. Und was ist mit den... Die tun so, als ob die nichts wissen. Aber das ist jetzt meine letzte Chance und jetzt auch erstmal das Letzte, was ich ja ausprobieren werde. Weil ich habe absolut keine Ahnung, wen ich sonst befragen könnte. So, Jungs. Can you satisfy my curiosity? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Is this familiar to you? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Nee, keine, oh, keine Ahnung. Nein, ich habe in dem Fall jetzt wirklich keine Ahnung. Machen wir den mal wieder normal gut aussehend. Ach, Mann, immer dieses Foto. Kann er mir nicht sagen, worum es geht? Are these the rations the refugees get from the authorities? How do people even survive out here? Was soll ich das wissen? Das interessiert mich auch gerade nicht. Ich will wissen, wie es jetzt mit diesem Fall weitergeht. Jetzt war ich so happy, dass wir das jetzt endlich gelöst haben hier. Moment, er hatte doch gesagt, dass ich da durch kann, oder nicht?
You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice, please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Nayla doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Ja, so ein bisschen happy bin ich ja jetzt doch, dass ich dann doch noch mal hinten durchgelaufen bin. Oh mein Gott, ich bin echt überall rumgelaufen und natürlich nicht da gewesen. Moment. Nicht da gewesen, wo wir eigentlich sein sollten. Der Schurke wollte die Frau wegziehen, verletzte sie aber nicht. Kam ins Flüchtlingslager, um eine Frau zu entführen. Er hätte sie töten können, tat es aber nicht. Ja. Das ist irgendwie... Der Schurke ist nicht nur ein Dieb, sondern wollte auch eine Frau entführen. Ein Handlanger für verschiedene Aufgaben. Okay. Mehr haben wir hier nicht. Nayla ist die Frau auf der Fotografie. Wieso kann ich das denn nicht miteinander machen? Oh, da konnte ich was machen, okay. Der ist hochrangiger Beamter. Derartige Orden werden für gewöhnlich nur hochrangigen Staatsdienern verliehen. Ach, das meint die mit dem Kreuz. Ach so, ich dachte so ein christliches Kreuz. Ah. Okay. Okay, dann haben wir wieder ein paar Sachen mehr. So, das. Ach so, das haben wir angepinnt. Deswegen ist das drin. Kam nicht aus reinem Zufall hierher. Vielmehr spielt es eine sehr wichtige Rolle bei dem Fall. Und seine Tätowierung könnte mir helfen, diese Rolle zu verstehen. Und warum ist das Buch rot? Orden wie diese werden normalerweise nur hochrangigen... Ja, ich würde sagen, dass ich das erstmal anhefte. Ich müsste dann ja theoretisch nach der Tätowierung fragen. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was jetzt kommt. Denn wir sind leider durch dieses ganze Hin und Her gelaufen, ziemlich der Zeit hinterher am Laufen. Und wir sind jetzt schon bei fast einer halben Stunde angekommen. Und deswegen würde ich ehrlich gesagt gerne hier einen kleinen Cut machen. Und dann, ja, ich schätze mal mit der Tätowierung oder vielleicht auch irgendwie mit der Sache mit dem Kreuz
mit wem auch immer, dann vielleicht nochmal sprechen oder wie auch immer ich dann zum Ergebnis komme. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall bei den Polizisten probieren. Vielleicht können die mir helfen, weil die sind ja auch doch so ein bisschen hochrangiger. Und den Typen hinten werde ich wahrscheinlich auch nochmal ansprechen, aber ich denke nicht, dass er uns da wirklich eine Auskunft geben kann. Ich hoffe drauf, dass die Polizisten uns da irgendwie weiterhelfen können. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, damit es nicht zu lange dauert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.